Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ja, hoffentlich geht's euch gut. Dann ist nämlich alles in Ordnung. Hoffentlich. Und ich habe heute natürlich mal wieder ein kleines Commentary von GTA vorbereitet. Und ja, da freue ich mich jetzt auch schon richtig, euch ein cooles und interessantes Thema vorzubereiten. Und zwar die Technik. Technik. Ich weiß, dass viele von euch Technik interessiert. Und die Technik, die fängt eigentlich schon da an, wo wir es gar nicht glauben, und zwar auf der PlayStation 3. Wow! Gehen wir aber jetzt mal ungefähr 50 Jahre zurück. Sowas wie Spiele gab es gar nicht. Vor 40 Jahren, da gab es vielleicht noch dieses Pong und Snake und so weiter. Aber das kam alles erst noch. Das musste alles erstmal erfunden werden. Und das Interessante daran ist ja, wir Menschen, wir waren ja schon auf dem Mond. Aber wir haben es in dieser Zeit noch nicht zustande gebracht, ein vernünftiges Computerspiel auf die Beine zu bringen. Aber auf dem Mond, da konnten wir landen. So, und jetzt fangen wir an mit dem interessanten Thema Technik. Also, fangen wir an. Damals gab es Spiele wie Pong und so weiter. Pong, Pong, Pong müsste es heißen. Da ging es einfach um einen Pixel. Und dieser Pixel hat sich natürlich immer bewegt. Also wie ein Tischtennisball hin und her. Und es ging also weiter. Die Technik wurde immer besser. Die Chips wurden verbessert. Und es wurde immer bessere Grafik produziert, immer schnellere Prozessoren, schnellere Rechner und so weiter. Aus Sicherheitsgründen aktivieren wir jetzt erstmal den Passivmodus. Und auf jeden Fall entwickelte sich das ja alles voll rasend schnell. Ja, damals war es ja sogar etwas Besonderes, einen Taschenrechner zu besitzen. Ein Taschenrechner, ich rede hier kein Müll. Nein, nein, nein. Einen Taschenrechner, ihr habt richtig gehört. Taschenrechner waren damals was ganz Besonderes. Eigentlich gar nicht für den Normalsterblichen erhältlich. Ein Wunderwerk der Technik, so haben manche gesagt. Etwas, was gar nicht möglich ist. Wir werden heute mal aber noch einen Laden ausrauben. Keine Angst, wir laufen hier nicht die ganze Zeit hier in dieser Pampa rum. Nur irgendwie spinnt das Spiel mal wieder. Und wir haben keinen Fahrzeugzugang. Und Fahrzeuge gibt es ebenfalls nicht in dieser Pampas. Was ebenfalls sehr schade ist, dass hier nichts rumfährt, wo man einsteigen kann. Auf jeden Fall entwickelte sich die Technik immer weiter und weiter. Damals wurde ja auch Farbfernsehen zum ersten Mal eingeführt. Das war vor vielen, vielen Jahren, aber auch gar nicht so lange her. Farbfernsehen, das war auch schon Technik pur. Und heute gehe ich mal wieder auf die PlayStation 3 ein. Die PlayStation 3, eine superschnelle Konsole, die unglaublich viele Millionen Farben herstellen kann, produzieren kann in Milliardstelsekunden. Unglaublich schnell ist. Eine Art Computer ist. Man kann Internet, man kann Google damit öffnen, man kann Spiele damit abspielen, 3D-Funktionen und so weiter. Und ja, selbst die Nachrichten kann ich so verschicken, zum Beispiel sowas an die Amerikaner. Oh, damals unmöglich. Eine SMS, damals unmöglich. Ehrlich jetzt, ich erzähl keinen Scheiß. Ja. Und das regt mich jetzt ein bisschen auf, aber ich will euch das jetzt nicht antun. Aus dem Grund wechsle ich mal zu Trevor, weil wir möchten auch mal was erleben, anstatt hier nur rumzulaufen in dieser Pampas. Auf jeden Fall entwickelte sich die Technik ja immer weiter. Und heute gibt es ja Ultra-HD-Fernseher. Ultra-HD. Ich glaube, das ist das Vierfache von Full-HD. Heute landen riesige autogroße Objekte auf der Marsoberfläche und schicken Bilder mit Full-HD-Aufnahme auf die Erde. Das ist wirklich ein Wunder. Das dürfen wir nicht vergessen. Was hier passiert, was wir erleben, das ist ein Wunder. Ein Wunder. Anders kann man das gar nicht
beschreiben, allein schon dieses Let's Play. Um ein Let's Play zu machen auf der PlayStation 3, musste erstmal ein Fernseher erfunden werden. Mit HDMI-Kabel. Ein Laptop musste erfunden werden, also ein Minicomputer. Oder ein PC. Dass die Elgato selbst ein unglaubliches, kompliziertes Programm mit unglaublichen vielen Funktionen, ne? Wenn man so ein PC auseinandernimmt, dann kommen Millionstel von Platinen zum Vorschein. Millionstel von Drähten. Das ist unglaublich. Das ist so kompliziert, das kann ich euch jetzt in diesem Video gar nicht erzählen, weil es den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Auf jeden Fall, das war mein Video über Technologie, Technik und so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Haut rein und bald kommt vielleicht auch ein Video über Handys. iPhone, Samsung, Touch-Handys. Was ist alles daran? Was ist da dran? Haut rein, bis dann. Ciao.